Oh oh. Ja, die Diskussionen sind sehr heiß. Weil deine dicke Mutter mit meinem dicken Dekolleté direkt profitiert, schließlich gebe ich jeden Cent im Puffer. Yes, sir, bro! Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Alright, man, let's do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking zweiten Kanal, Digga. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir heute mal wieder eine Reaction. Heute ist wieder ein Battle online gekommen von 4-7. Und zwar ist heute der Autofahrer gegen den Fahrradfahrer. Okay, das Battle fühle ich. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich bin auf jeden Fall Team Auto. Ich bin nicht so der Fahrradfahrtyp allgemein. Team No Cardio an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Wir gehen jetzt mal rein ins Battle. Ich bin gespannt, was die Jungs da abzuliefern und zu sagen haben. Ja? Let's get it on. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, meine lieben Freunde. Schreibt einen Kommentar rein. Supportet den Shit. Und wir gehen rein in die Reaction. Oh shit, man. Düster den Motherfucker. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Herzlich willkommen bei Big Difference. Und heute haben wir was ganz, ganz Geiles und Lustiges. Schon in den Intros, Digga, heftige Beats am Start immer, ne? Das ist bestimmt auch wieder von N100. Der Bruder macht echt nice Beats. Muss man auch jedes Mal einen Shoutout verpassen. Und zwar battelt heute Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Wir wissen alle, dass die Fahrradfahrer ein bisschen nerven und für Fahrradfahrer nerven die Autofahrer. Deswegen geht auf den Like-Button, zerstört die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Was? Ich schwör's dir, in Berlin habe ich so oft Battles gehabt mit Fahrradfahrern, ne? Die sind auch da richtig aggressiv teilweise, wie die fahren auch und so. Das ist schon krass. Meine Freunde, wir sind jetzt beim Interview angekommen von Autofahrer und Fahrradfahrer und hier herrscht schon auf jeden Fall dicke Luft und die haben gar keinen Bock aufeinander, ne? Deswegen, hast du irgendwas gegen Fahrradfahrer? Ja, Bruder, die packen mich voll ab, Alter, kennst du auch. Bis am Fahren, Alter, die ziehen einfach links rüber, die fahren mit 5 Mann nebeneinander. Dies, das, Alter, nervt einfach. Die denken manchmal, Straße gehört denen, weißt du, meine? Was sagst du dazu? Du solltest mal lernen, Blinker zu benutzen, du Lappen. Haut? Ich fahr BMW, gibt's keinen Blinker, Alter, was? Ich fahr BMW, gibt's keinen Blinker? Den habe ich nicht so verstanden. Wir werden gleich sehen. Habt ihr beide Punchlines am Start? Bruder, ich habe eigentlich alles, was der Fahrradfahrer nicht hat. Punchlines, Flows, Sitzheizung, dies, das. Du hast einen Gepäckträger mitgebracht. Ganz, ganz stark. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das Battle wird heiß. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und wir sind bei einem Battle angekommen. Autofahrer gegen Fahrradfahrer. Wir sind immer noch bei Rheinstraße 72 bei Bless in Krefeld, sein Laden. Kommt alle vorbei, seid alle herzlich eingeladen. Der Autofahrer wird anfangen. Let's motherfucking go. N100, drück auf Play. Play it in, man. Come on. Das Mädel da hinten, die freut sich schon wieder richtig. Die ist voll motiviert. Die war letztes Mal schon voll motiviert. Ich hoffe, sie battelt auch. Yeah. Yeah. Das ist Lappen machen und die Karre selber kaufen gegen. Nein, mein Kind, du gehst nicht ohne Helm nach draußen. Ey, Fahrrad in der Stadt, lieber Sterblicher. Fahr ich mit V8 vorbei, kriegst du den Herzinfarkt. Ey, ich verteile keine Spritzen, die sich bald in deine Reifen zwicken. Doch lass mich nicht bei dem Scheiß erwischen. Und wenn du deiner Freundin sagst, du musst die Reifen flicken, komme ich von hinten rein und werd dann deine Kleine ficken. Ey, bin ich mal eine Blitzer gefahren, hab ich wenigstens ein Bild, was ich für Tinder nehmen kann. Denn ich verpacke dick die Ware und mache deine Freundin nicht nur nass, wenn ich durch eine gottverdammte Pfütze fahre. Du hast am wenigsten Kohle bei. Bei den Benzinpreisen würde der in Ohnmacht fallen. Du machst beim Abbiegen Handzeichen. Ich werd dich Spastiker anhalten und geb dir Klatschen am Randstreifen. Dicker, Handzeichen anhalten, Klatschen am Randstreifen, Digga, geil. Den hab ich gefühlt, Bro. Seine Freundin meint, es lohnt sich, am Ende warte. Denn ist er sowas wie eine Stempelkarte. Wenn ich 10 hab, darf ich mit dir einen Gangbang starten. Der war ein bisschen zu motiviert, habe ich das Gefühl gehabt, ne? So. Ich fand eigentlich die Flows an sich nicht schlecht. Manchmal fand ich, mit der Stimme geht der ein bisschen zu hoch. Also die Stimmfarbe wäre ein bisschen dunkler, geiler gewesen. Und ich glaube, am Ende ist er ein bisschen zu motiviert noch reingegangen. Aber ich muss sagen, nicht schlecht. Starke erste Runde vom Autofahrer. Macht einmal Lärm für den Autofahrer.
Ganz, ganz stark. Und jetzt kommen wir zu der ersten Runde vom Fahrradfahrer. Was man dazu sagen muss, ist, glaube ich, auch Nervosität spielt auf jeden Fall auch immer eine Rolle bei diesem Battle. So, ne? Darf man nicht unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Rapper, die da sind, auch schon vorher gerappt haben oder nicht. Live, a cappella, vor Kamera, keine Ahnung, so, weißt du? Aber das Nervositätsding muss man auf jeden Fall so ein bisschen mit einbeziehen. Antwort, let's motherfucking go. Junge, ich zersieb dich. Du verbrennst im Staub, kommst hier nicht aus deiner Haut wie Niki Lauda 76. Wieso bist du Oh shit, man. Krasser Vergleich. Gegen Unfall und Schäden, wenn allein deine Geburt bereits ein Unfall gewesen ist. Bitch, Sprit lässt sich nicht für billige Moneten kriegen, deshalb wird der Spaß in Beschaffungskriminalität getrieben. Ihr denkt an Frank Martin in Transporter 1, doch so ein Raubüberfall fand er nicht so derbe nice. Lieber als Pussy im Renault Cabrio in glänzend weiß, oberkörperfrei vercheckter Bewerbung an Magic Mike. Oder mit der Zülfe zu die Fotzen beturn. Fucking 100 Euro mit so einem Schrott fahren zu dürfen. Selbst beim Feiern gehen fährt er über die Autobahn. Ich lass mich dann volllaufen und du lass mich nach Hause fahren. Check den Beat, jetzt check die Wade. Für dich bin ich wie Lance Armstrong, einfach voll dope und deshalb nicht zu schlagen. Du hast geil. Stunden Zeit, um deinen Benz zu parken. Ich hab 2 Stunden mit deiner Mom und verspreche, in den Helm zu tragen. Digga, die Flows sind schon nice, Digga. Können beide gut rappen, muss ich sagen. Wegen Fahrradfahren. Die Stimmen sind nicht so meins, Digga, sag ich euch ehrlich. Sind beide ein bisschen zu hell, so ein bisschen zu hoch, sag ich mal. Aber ich finde, die können beide richtig gut rappen, Mann. Starke erste Runde vom Fahrradfahrer. Mach da mal da. Hammer, Hammer. Jetzt kommen wir direkt zu der Antwort vom Autofahrer. Mal sehen, was er zu sagen hat. N100, drück auf Play. Let's motherfucking go. Ich bin gespannt jetzt auf die zweite Runde. Bis jetzt muss ich sagen, steht's für mich fast eigentlich unentschieden, Diggi. Ja. Ja, ja. Ja, die Diskussionen sind sehr heiß gerade, weil ich mit... Die ist einfach am Dancen da hinten die ganze Zeit. Sorry, wenn ich Auge mache, aber... Guck mal, wie die in den Beat reinslidet. Ja, ja. Oh, oh. Ja, die Diskussionen sind sehr heiß gerade, weil ich mit meinem Auto zu jedem Scheiß fahre. Oh, bei der Fahrt zum Puff kann ich nicht Nein sagen, denn wenn du meinen Schwanz bläst, kannst du CO2 sparen. Blicke rechts neben mir der Hund gerade. Keinen Shooterblick, hoffe, dass ich dich umfahre. Ich hole im Beamer nur die heißesten Chayas ran und der freut sich, weil er freihändig fahrt. Digga, aber die Kameraperspektive ist auch ein bisschen komisch gewählt. So, ich konzentriere mich, ich guck die ganze Zeit auf die Olle. Auf das Mädel, sorry. Guck, wie ich die Haut zerreiße. Was, Fahrrad? Du konntest dir kein Motorrad leisten. Ich kläre Frauen, es gibt echt kein Pardon. Der fragt sie, willst du mit auf mein Gepäckträger kommen? Hey, Fahrrad gegen Auto ist ein bisschen zu hart, Mann. Ich ficke deine Mutter auf Behindertenparkplatz. Ey, wieso trägst du Reflektoren, du armes Snitch? Glaub mir, jeder sieht auch so, dass du ein Bastard bist. Digga, von deiner Scheiße... Ist ein bisschen oft, ne, irgendwie? Denn mit Fahrradhelm sieht man nicht die Seiten auf Null. Ey, ach ja, und eins noch zum Ende. Das Einzige, was bei mir grün ist, ist meine Plakette. Starke, starke zweite Runde vom Autofahrer. Mach einmal Lärm. Bombe, Bombe. Fand ich nicht so gut, die zweite Runde, muss ich sagen. Kommen wir direkt zu der Antwort. Let's motherfucking go, Fahrradfahrer. Okay, Bicycle Bro, jetzt kannst du es zumachen, Digi. Was für Freundin oder Mama, Mann, ich prügel dich eh. Und klär mir höchstens deine, denn die hat die Grün gewählt. Ich prüfe ihren Reifendruck und weitere Teile. Und sie lässt meinen Druck ab, wenn du weißt, was ich meine. Er denkt, er kriegt die Chicas so ran, legt eine Hand auf ihren Oberschenkel. Sie sagt, fass mich nie wieder an. Er wollte mit cooler Karre um die Ecke fahren. Aber ein Fiat Punto, Bruder, bist du Hund schon in den Wechseljahren? Der ist echt ein guter Rapper, Mann, Digga. Kommt mir auch vor wie so ein richtiger Battle-Rapper irgendwie. Mehr als deine Freundin, mehr als dein Netflix-Account. Apropos Netflix, du hohle Fotze. Wird allerhöchste Zeit, sich aus dem Account von deiner Ex-Freundin auszuloggen. Ich fahr lieber bald, denn du sparst Zeit. Außerdem hab ich meinen Stadtplan einen Haufen Bargeld dabei. Ich bin nicht arm wie eine Putzfrau. Okay, das kam unerwartet wie ein Schluck auf. Und wo ist der Diss? Weil deine dicke Mutter mit meinem dicken Dekolleté direkt profitiert. Schließlich gebe ich jeden Cent im Puffer. Yes, sir, bro! I like that, man! Digga, ja, Digga! Weil deine dicke Mutter mit meinem dicken Dekolleté direkt profitiert, schließlich gebe ich jeden Cent im Puff aus. God damn, bro!
Zugemacht, Digga. Zugemacht, ganz klar. Mach da mal Löffel, den Fahrradfahrer. Heftiges Battle, ganz, ganz krasses Battle. Mach da mal Lärm für das ganze Battle, Jamsch. 4-7 wieder. Bisschen verwirrt, der Bruder, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Was wir fabriziert haben, sehr, sehr stark. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. Skirt. So, das war's auch mit dem Battle. Yes, sir, Digga, Alter. Für mich hat auf jeden Fall dann jetzt doch am Ende eindeutig der Fahrradfahrer die Runde gemacht, das Rennen gemacht. Schreibt gerne auch eure Meinungen zu den beiden Rappern in die Kommentare rein, Freunde. Yes, Digga, war doch mal wieder ein schönes Battle. So, rap-technisch auf jeden Fall sehr hohes Niveau vom Fahrradfahrer. Ganz krass am Ende nochmal rausgehauen. Yes, Mann, Digga, das war's gewesen mit dem Video, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch nicht verarschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace the fuck it out, man. Jawohl.